Das war doch die hier vorne. So. Und ich würde sagen, bevor wir abspeichern, rüsten wir auch noch mal den Granatwerfer aus. So. Und rein theoretisch müsste ja hier noch irgendwo was stehen, oder? Wir gucken jetzt mal ganz kurz. Vielleicht steht ja hier irgendwo alte Urkunden stehen auf dem Regal. Die meisten stammen von der Stadt. Was? Zu schnell weggeklickt. Die meisten stammen von der Stadt oder der Armee. Okay. Da steht dasselbe. Urkunden, bla bla blub. Aber es muss doch einen Grund geben, warum. Ach, da hinten ist ein rotes Kraut. Jo. Okay, lass mal erst noch stehen. Ich sehe es gerade. Wir können ja mal hinten in die Ecke gehen. Wir können die Tür aber nicht aufmachen, denn ich glaube, die Pflanze hält die zu. Deshalb lassen wir das erst. Okay, würde begründen, warum hier der Raum noch rot ist. Und hier müsste rein theoretisch. Wir gehen noch mal rein. Wir gucken mal nach. Es dürfte aber nichts sein, außer dieses Fläschchen, was da noch steht. Oder ist hier irgendwas in den Regalen? Hey, aus dem Wasserhahn. Ja, hat man schon. So, da ist nichts. Genau, und da ist hier dieses Fläschchen. Ah, leere Flasche mitnehmen. Ich überlege gerade. Kriegen wir hier eine Trophäe, wenn wir alle Räume clean haben? Bestimmt, ne? Wir nehmen mal mit. Ja, jetzt haben wir wieder alles voll. Aber jetzt müsste der Raum. Genau, der Raum ist grau. Supi. Haben wir das auch schon mal? Und ich befürchte, dass wir gleich so sehr schnell unser Inventar leer haben, wenn wir uns mit der Pflanze anlegen. Ein Slot haben wir ja gleich frei. Jetzt würde ich mal hoffen, dass bei der Pflanze nicht zu viel noch zum Aufnehmen ist. Vielleicht stehen ja noch irgendwo Brandgranaten. So. Dieses komische Zischen im Hintergrund ist auch irgendwie sehr verstörend. Vierzehn. Jawohl, überschreiben. So. Soweit haben wir das jetzt gemacht. Und ich würde sagen, jetzt stellen wir uns bei der Pflanze. Ja, 11 Schuss. Ach, kriegen wir schon gewuppt. So. Ja, und jetzt bin ich gespannt. Haben wir uns richtig vorbereitet? Da. What the hell is this thing? Barry! Jill! Was? I thought it was finished. Yeah. That was close. Thanks again. Don't mention it. But what was that? What the hell's going on in this place? Deh. Das war's. Okay. Okay, ich hatte jetzt eigentlich gedacht, jetzt geht hier voll der Punk ab.
Okay, ich glaube, der Punk wäre hier abgegangen, wenn wir das, dieses Violt nicht hergestellt hätten, die einfach reingestiefelt werden, ne? Ich glaube, da hätte die uns... Ach, ich weiß es nicht. Ja. War dem Spiel noch nicht mal eine Trophäe wert. So, jetzt haben wir hier natürlich... Ja. Für den drohenden Bosskampf vorbereitet und es war völlig vergebens. So, aber wir haben einen Hausschlüssel. Den nehmen wir natürlich mit. Was haben wir denn hier hinten in den Ecken stehen? Jawohl, der Schlüsselmeister. Dafür kriegen wir eine Trophäe. Okay. Der Barry, der hat uns mal richtig schön wieder den Arsch gerettet. Mal wieder der Spruch, close, it's a close one oder it was a close one. Finde ich mal ganz lustig. So, hier geht eine Treppe hoch. Aber. Können wir mit dem Barry quatschen? Was sagt er denn? Barry. Something about that mansion still bothers me. But I think I'll stay here a little longer. We should split up again and investigate. All right. Ja, genau. Weil das in der Vergangenheit immer so gut geklappt hat, wenn man sich aufgeteilt hat. Aber da habe ich ja schon mal drüber gefaselt. Wir gehen jetzt hier mal hoch. Vielleicht steht hier oben noch irgendwas. Okay, da geht's runter. Okay, ja. Okay. Hier hätte man quasi den Bosskampf so... Ja, da hätte man sich wahrscheinlich von hier aus hinstellen müssen, die voll bratzen müssen. Okay. Jo, haben wir das so erledigt. Aber ich meine, mit dem Chris geht das nicht. Jo, das war eigentlich alles hier. Ist der Raum... Okay, der Raum ist grau. Das war's. So, es ist die Tür aber, glaube ich, zu. Die ist ja jetzt rot. So, dann müssen wir jetzt hier durch. Jo, ne? War aber ein heftiger Bosskampf. Jetzt haben wir natürlich hier das ganze Inventar voll. Das heißt, wir müssen hier nochmal hin. So, Hausschlüssel, den gucken wir uns mal eben an. Prüfen. So, und genau, das ist der Helmschlüssel. Ein Helm ist darin eingraviert. Und dieser Schlüssel ist irgendwie da vorne so komisch verrostet. Ist auf jeden Fall... Ja, nicht mehr in so schönen Zustand, wie die anderen waren. So, jetzt haben wir auf jeden Fall den Helmschlüssel. Und das heißt, wir können wieder in die Villa zurück. Aber bevor wir das machen, holen wir uns natürlich hier nochmal alles raus. Das heißt, das rote Kraut, das blaue Kraut vorne und dann werden wir hier, ja, müssen wir noch ein bisschen laufen. Der Wesker. Wesker. Jill, so you're safe. That's what I was going to say. I apologize. It was all I could do to protect myself against those strange creatures. I understand. Anyway, it's good that you're safe. Did you notice? Barry, you sounded a little flaky. Now that you mention it, yeah. I'll keep a close eye. Maybe it's quite natural under these circumstances. It's not really our standard operation. Jill, our first priority is to get out of here. I agree. There are still rooms in that mansion we can't get into because they're locked up. I've been looking for ways to... Okay, if there's anything, I'll go back to the other mansion. I'm counting on you. Ja, jetzt wo er es gesagt hat, fällt es ihm auf, fällt es ihr auf, dass der Barry sich ja komisch verhält. Und ich sehe gerade, die Bienen liegen hier unten hier auf dem Boden. Lagen die da vorhin auch schon? Kann man die platt laufen? Ne, kann man nicht. Doch, kann man wohl. Haha, machen wir. Ich bin kein Tierquäler, aber die liegen hier so komisch. Ne, können wir nicht mehr. Doch, zack. Ach, ist egal. Ich bin schon wie Kind. So. Das kann auch sein, dass die gleich eh wieder da liegen. Ich weiß, das konnte man mit den Spinnen auch machen, mit den kleinen Spinnen. Hat ich ja auch schon mal gesagt. In diesem Raum, wo die großen Spinnen waren. Ich meine, da hatte man nachher, wenn die tot waren, dann sind da so kleine Spinnen rausgeschwabbelt und dann konnte man die auch so platt laufen. Musste man auch, weil die konnten einen, ich glaube, vergiften mindestens. Und da konnten die einem sogar auch Gesundheit abziehen. Aber ich meine, die konnten einen mindestens vergiften. So. Schwafeln aufgehört. Wir schmeißen jetzt hier wieder alles ins Inventar. Hat ja so viel gebracht. So, zack.
Das grüne Kraut nehmen wir mit, denn das möchte ich nachher mit dem roten und mit dem blauen verbinden. So, dann die leere Flasche. Den Schlüssel lassen wir natürlich drin. Den Granatwerfer legen wir wieder ab, weil die Granaten heben wir uns für später auf. Dafür nehmen wir aber auf jeden Fall das Schrotgewehr mit. So. Ich überlege gerade. Nehmen wir auch Munition für das Schrotgewehr mit, aber ich würde sagen, nee, oder? Wir haben 10 Schuss, das müsste eigentlich reichen. Hoffe ich. Ich weiß, dass draußen die Köter noch rumflitzen. Oder nee, die Raben. Stimmt, die Raben. Ach, lass mal so. So. Oh, wir müssen ja natürlich auch eine Waffe ausrüsten. Kommt besser. So, wir gehen jetzt nochmal zurück. Nehmen natürlich alles mit. Beweis, wofür es gut ist. Ich weiß, wir haben Heilung ohne Ende, aber das kann sich hier schnell ändern. Wahrscheinlich nicht, ist mir aber egal. Ich will alles haben. Ist umsonst. Gehört mir. Wie sagt man immer so schön, lieber etwas haben, was ich nicht brauche, als etwas zu brauchen, was ich nicht habe. Okay, jetzt sind die Bienen aber komischerweise weg. Wusste ich doch, dass die hier nicht gelegen haben. Also wüsste ich nicht. Mir sind jetzt erst aufgefallen. Und dann nehmen wir uns jetzt das rote Kraut mit. Und dann gucken wir nochmal auf die Karte, ob wir wirklich alles mitgenommen haben. So, rotes Kraut mitnehmen, jawohl. Wir gehen nochmal hier rein, gucken, ob der Barry immer noch da steht und... Was hat der eigentlich angeguckt? Der stand ja einfach nur blöd im Raum rum. Da ist er. Wir quatschen auch mit dem. Barry. I think I'll stay here a little longer. Okay. Ja, hätte ja sein können, dass sich jetzt irgendwas geändert hat. Weil wir ja schließlich mit Wesker gequatscht haben. Wir wollten ja ein Auge auf Barry haben. Aber der untersucht lieber das Parkett. Ob da alles dicht ist. Die da die Pflanze nicht alles weggeschloddert und weggeschleimt hat. So, wir müssen mal ganz kurz gucken. Karte. Ist ja immer noch rot. Moment, dann... Hä? What? Warum? Wieso ist das L? Moment. So, hier ist doch nichts mehr, oder? Irgendwas von hier? Laborgeräte, bla bla bla, können hier irgendwas neu gefunden. Ja, hat man ja schon mal. Eine Sammlung diverser alter Reagenzgläser und Gefäße. Da steht da auch. Okay, Flash hier, Mr. Schlottertüte. Kümmern wir uns den? Ne, den können wir uns nicht angucken. Aber die Jill läuft nicht durch den hindurch. Der arme Tropf. So, und da hinten? Ah, oh, da ist auch noch ein rotes. Ja, lügisch. Nehmen wir natürlich auch noch mit. Ja, da. Wäre aber beinahe so weit gewesen. So, jetzt müsste er. Jetzt ist er grau. Sehr schön. Da sagt die Jill auch nix. Na, seht da mal. Ganze Heilzeug vergessen. Das müssen wir natürlich ein bisschen auf dem Schirm haben, wenn wir das nächste Mal ein einzelnes grünes Kraut haben, dass wir das nicht direkt mit einem anderen grünen Kraut kombinieren. Weil ein rotes allein bringt gar nichts. Ab Resident Evil 4 war das auch bei 3? Oh ne, bei Resident Evil 4 war das, glaube ich, wo man dann auch seine Gesundheit verbessern, also ausbauen konnte. Also die Lebensenergie verlängern. Ich bin mir jetzt nicht sicher, war es bei Teil 3. Ich habe den dritten Teil, muss ich sagen, nie richtig gespielt. Mal so die erste halbe Stunde, Stunde. Schande auf mein Haupt. So, jetzt nehmen wir uns das Blau auch noch mit.
So, und jetzt macht man ja... Genau, es ist auch da alles okay. Da unten ist alles okay. So, hier ist alles gewuppt. So, jetzt schmeißen wir hier mal alles zusammen. So, zack. Und kombinieren. Zack. So, dann würde ich sagen... ich überlege gerade. Speichern wir nochmal ab. Aber da gehen wir natürlich direkt die Gefahr ein, dass wir hier unsere ganzen Farbbänder verballern. Aber ich das doch irgendwo für wichtig empfinde, denn wir müssen ja wieder ins Haus zurück und wir wissen jetzt nicht, was uns draußen erwartet. Und wir haben 10 Farbbänder. Sollte an und für sich reichen. So, wir speichern ab. Ist mir egal. Weil natürlich weiß ich, was... im Haus auf uns wartet. Und ich weiß auch, was gleich vor der Tür auf uns wartet. Denn wir brauchen ja den Aufzug. Oder braucht man den später? Weil wir haben die Batterie ja noch gar nicht gefunden. Wir haben ja bis jetzt nur den Schlüssel. Das kann sein, dass wir... Ah, ja, klar. Das kann sein, dass wir die Batterie... Weil die hat ja für den Fahrstuhl gefehlt, dass die im Haus ist. So, wir haben ja genau den Helmschlüssel. Und da waren ja... okay, sind wir, glaube ich, hier von hier aus gar nicht. Das Haus. Okay, Innenhof. Genau, da waren noch die 2 Räume, da war auch noch was. So, die Villa. Richtig. Genau, da waren nämlich ein paar Räume, wo man noch nicht rein konnten. Nee, okay, nee, im Haus ist noch mehr. Stimmt, wir hatten ja noch den roten Diamanten. Diesen Edelstein, den wir noch brauchten. Ach, wir haben da noch einiges zu tun. Okay, nee, dann war das nicht nur für die Batterie. Zurück. So. Aber wir sind ja mit dem Wärterhäuschen sind wir fertig. Also gehen wir raus. Und jetzt hoffe ich, dass die Raben nicht direkt auf uns drauf losgehen. Hoffentlich haben die sich wieder hingesetzt. Ich höre jetzt erstmal nichts, außer hier die Motten, die hier ums Licht flattern. Aber wir hatten hier draußen noch einiges stehen gelassen, ne? Okay, hier war nichts mehr. Stimmt, das war in diesem großen Hof. Da stand ja, ich glaube, auch noch blaues Krautgedönse stand da, glaube ich, ne? So, da ich jetzt nicht weiß, was auf uns zukommt, wir nehmen mal das Schrotgewehr. In brenzligen Situationen nun mal die bessere Wahl. This is Jill. Does anybody hear me? I hear you, Brad. Over. Stars Alpha Team. Bravo Team. It doesn't matter. Respond. I repeat, this is Brad. Brad? Brad. This is Brad. If you can't answer me, somehow give me a sign. Jill to Brad. Can you hear me? Brad. Shit, it's broken. Ja, das hast du schon mal gesagt. Aber die Leidenschaft, die du hier an den Tag legst, ist auf jeden Fall beneidenswert. So, fielen hier nicht... Okay, hier fielen noch keine Schlangen runter. Ja, der Brad. Der ist da, aber der hört uns nicht. Das heißt, wir müssen ihm jetzt irgendein Signal geben. Können ja mit dem Taschentuch winken. Ja, hätte man ein Feuerzeug dabei, hätten wir jetzt ein Feuerzeug anmachen können. Okay. Ich wusste es. Scheiß Köter. Ich wusste es. Der ist aber noch easy drauf. Es ist die Frage, wie viele sind hier? Und waren hier nicht noch die Raben, die wir unter Umständen dann aufscheuchen? Okay, das ist ein zweiter Hund. Der uns ziemlich nahe kommt. Wir lassen ihn aber kurz ran. So, jetzt reagiert der.
So, zack. Ah, shit. Ja, die Jill, die braucht da so lange, um den Schuss... So, zack. Die Waffe nachzuladen. Ja, direkt auf gelb. Super. Bei den Hunden wehrt die sich aber komischerweise auch nicht. Ich habe die Taste gedrückt, die ich sonst immer da drücke. Und bis jetzt hat sie ja immer reagiert. Aber bei den Hunden hat die manchmal keinen Bock, den... Obwohl wir ja hier diesen Dolch haben, den Fiedern in den Kopf zu knallen. Zuckt der da unten noch? Der blutet nicht, oder? Aber die visiert den nicht mehr an. Das heißt, der müsste rein theoretisch tot sein. Sei denn, der steht jetzt wieder auf. Aber wir können da durchlaufen. Okay, alles klar. So, da ist nochmal Heilung. Könnten wir uns natürlich reinpfeifen lassen, aber erstmal. Machen wir erst, wenn wir es brauchen. So, da oben ist nämlich der Wasserfall. Den müssen wir ja auch noch auskriegen, ausschalten. Okay, das ist ein Springbrunnen. Genau, da hinten, genau, da muss die Batterie rein. Die haben wir noch gar nicht. Aber die Krähen sind weg. Sagt die Jill irgendwas zu diesem Springbrunnen? Ein durchsichtiges Wesen schwimmt im Wasser herum. Ups. Echt jetzt? Aber wenn das Wesen doch durchsichtig ist, wieso siehst du denn das dann? Was ist denn das? So, da können wir noch nicht hin. Okay. Genau, und hier ist blau. Ja, das ist für... Wenn uns... Hier sind uns ja auch Schlangen von der Decke runter getropft. Wenn die einen beißen, dann ist man nämlich direkt vergiftet. Oder meist. Also ich glaube, im Original konnten die einen auch beißen, ohne dass man direkt vergiftet war. Da kann man dann natürlich... Ja, ich hab's mir gedacht. Du blöde Drecksau. Und schon sind wir angeschlagen. Ja, super Idee, ehrlich. So ein Schiss. Ach, verdammt normal. Das ist jetzt natürlich super. Wir sind vergiftet. Und wir sind schon auf Orange. Ja, super spitzenmäßige, knallergeile Idee. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir so schnell wie möglich an eine Truhe kommen, wo wir uns dann mal in Heilkraut reinpfeifen können. Ja, da bin ich ja mal gespannt, ob wir das schaffen. Jetzt müssen wir geradeaus. Genau, geradeaus, alles klar. Ja, jetzt müssen wir die Wege kurz halten, weil... Okay, da, ja. Nein. Ich drücke jetzt einfach mal gerade alle Knöpfe. So, zack. Und, verwenden. Moment. Mach mal anders. So. Das nehmen wir auch noch mit. Ja, ist jetzt eigentlich gehopst wie gedopst. Ist egal. So. Kombinieren. Damit. Und können wir das mit dem kombinieren? Können wir. Okay. Und das ziehen wir uns mal richtig schön durch die Nase. So. Zack. Und wir sind wieder gesund. Halleluja. Genau, da funktionierte der Aufzug noch nicht. Weil wenn mich jetzt nicht alles täuscht, passiert etwas, wenn wir in die Villa zurückgehen. Okay, da ist nochmal Heilung und... Oh, geil. Geil, geil, geil. Und... Oh, Batteriepack. Zwei Stück und zweimal... Ah, nee. Nur ein Batteriepack. Aber zweimal Heilung und Granatmunition. Sehr schön. Also Granaten. Granatwerfermunition. So. Mitgenommen. Erste-Hilfe-Spray. Haben wir jetzt ungefähr ziemlich viele. Ist egal. Ist das Säure? Okay, das sind Säuregeschosse. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, von wem das ist. Ist das von Barry?
Schütze dich damit vor dem kugelfressenden Ding in Ketten. Hm? Ich bin vorgegangen und habe diese dämische Tür repariert. Barry. Welche Tür? Da die Tür, wo der Türknauf kaputt ist. Oder? Stimmt. Muss ja so sein. Das heißt, wir können dann da doch wieder einen Shortcut machen. Das heißt, wir müssen hier schon wieder oben rum. Also ich nehme an, dass es die Tür ist. Frage ist immer noch, warum ist hier dieser Weg? Warum ist der rot? Haben wir hier irgendwas vergessen? Mannequin Piss? Ist hier irgendwas an der Seite? Nee. Was haben wir denn hier vergessen? Hier ist doch gar nichts. Weil wenn wir uns das jetzt angucken, der zeigt diesen Weg immer noch rot an. Aber warum? Ist hier noch irgendwas? Das Pappen passt genau in die Einbuchtung, ja. Ah, mitnehmen. So, dann ist die Tür zu. Okay, jetzt ist der grau. Ah, die Tür ist verschlossen. Okay, Moment. Das möchte ich jetzt ausprobieren. Ich weiß, dass im... Ja, ich rede immer vom Original. Ist mir egal. So, ich weiß, dass im Original, dass wenn wir jetzt durch die Tür gehen, müsste normalerweise jetzt eine Sequenz starten. So, da wir die Tür abgeschlossen haben, bin ich mal gespannt, was passieren wird. Wir nehmen das Wappen mit.